Hey, hey, Hubex hier mit einer weiteren Pokémon Omega Rubin Folge für euch. Und heute sind wir in Malvenfrost City wieder angekommen. Und ich habe ein neues Team. Vielleicht, wie ihr es schon im Layout gesehen habt. Ah, ich habe ein neues Team. Und zwar unser Nachzügler Wablu auf Level 20 mit der besonderen Attacke Schallwelle. Mhm. Mit dem Seidenschall, Säuselstimme hat es auch noch, sowie Stahlflügel und Aero-Ass. Ich habe mir vor, ein spezielles Altaria zu machen, weil ich sonst keine speziellen Pokémon habe. Und bei der Mega-Entwicklung wird es ja Drache-Fee, also beides Typen, die ich noch nicht habe. Dann Voltensor Level 28 jetzt. Habe ein bisschen auch offscreen trainiert. Mit Voltwechsel, Funkensprung, Donnerwelle und Hitzekoller. Mhm. Habe ich ihn auch beigebracht, da ich noch keinen Flammenwurf habe. Dann Galagladi Level 28 mit Nahkampf, Schwerttanz, Laubklinge und Nachthieb. Dann Panzer-Aeron mit himmelsfähiger Stahlflügel, Aero-Ass und Zertrümmerer dabei, weil das Moveset wird eh nicht viel besser. Vielleicht noch ein Nachthieb und, naja, Flug- und Stahlattacken hat es halt. Ja, wird es auch nicht bekommen. Dann Morabel mit Dampf als Surfer, Steigerungshieb und Steinhagel. Mhm. Und zu guter Letzt Noctuska statt Carpilz. Sorry dafür, für alle Carpilz-Fans. Es war so shiny, aber das Typing war nicht gerade zufriedenstellend. Und da habe ich mir gedacht, ja, erstmal Noctuska holen. Hat zwar mehr Schwächen generell, aber es deckt, es hat Unlicht als zwei Typen. Und das habe ich auch noch nicht gehabt. Das heißt, ich habe jetzt ein Noctuska mit Gegenstoß, Fußkick, Nietenranke und Schutzstacheln. Also erstmal, und das kann man beide spielen. Also ich werde es wahrscheinlich auch speziell eher spielen, sobald ich Dunkel, wie heißt es, Dunkelpuls, Dunkel, egal, wie auch immer, und oder Energieball habe. Und dann natürlich noch eine physische Coverage-Attacke, die wahrscheinlich Fußkick bleiben wird, aus sich bekommen zu Upright-Hieb oder irgendwie zu Griff. Und das ist im Moment unser Team. Noctuska Level 33, weil ich es entwickeln wollte und weil ich ein bisschen den XP-Share anhatte. Und deshalb, warte mal, ich habe noch fast was vergessen. Ich muss, glaube ich, nochmal in den Markt gehen. Denn jetzt kommt die lange Route nach Baumhausen City. Okay, wahrscheinlich, wo wir auch nächste Folge noch sein werden. Supertränke habe ich 0. Lass es mal 10 kaufen. Dann Gegengift. Ich nehme einfach mal Hyperheiler und zwar 4. Und was nehme ich denn noch? Ich kann noch was verkaufen eventuell. Jawohl, ein Sternstaub. Dann was soll ich denn noch? X-Abwehr. Und Nugget. Ich auch noch. Und noch irgendwas. Ich glaube, das war's erstmal. Erstmal wieder nach Kategorie ordnen. Ich habe noch zwei Granitsteine, die ich verkaufen kann, aber es bringt jetzt auch nicht viel. Okay, gut. Wir haben alles bis auf Zerschneider im Team. Was ich eventuell auch Panzer eher. Naja, ich will es nicht Panzer geben. Aber vielleicht Noctuska geben könnte. Ich finde, die Schutzstacheln sind im Moment praktischer. Okay, hier habe ich auch alle Trainer besiegt erstmal. Und ich würde sagen, wir werden erstmal surfen hier. Erstmal rüber surfen hier. Und ich sollte schneller. Was haben wir denn hier? Ein Pelipper oder wie? Ja, ein Pelipper brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, aber es kann Glücksall halten. Das heißt, ich werde mich hier noch einiges beschäftigen danach. Bist du der Super-Angel... der Profi-Angel-Typ? Ja, Profi-Angel ist was Tolles. Gib mir die Profi-Angel. Dankeschön. Die habe ich mir jetzt auch schon geholt. Und werde die erstmal statt der Angel registrieren. In dem Fall Profi-Angel registrieren. Also, jetzt habe ich schon wieder auf das Falsche gedrückt. Beutel. Und natürlich erstmal den Stift rausholen. Meine Güte, wie konnte ich den noch nicht rausholen? Und erstmal hier die Angel deregistrieren, sage ich jetzt mal. Oder besser gesagt aufheben. Und das habe ich schon wieder vergessen. Ich mit meinen Drückkünsten hier. Und registrieren. Dankeschön.
Jetzt haben wir die Profi-Angel registriert, genau. Okay, und hier sind wieder Pia und Udo, da werden wir erstmal kämpfen gegen die beiden. Die charakteristischen Trainer für mich, für diese... für Hoenn irgendwie, weil gegen die habe ich früher immer trainiert, in Rubin und Saphir. Es waren die einzigen, die immer wieder aufgetaucht sind. Was in Smaragd sich ja geändert hat, dass man ja generell alle herausfordern konnte. Okay, Voltense und Warbloo. Ich sag's ungern, aber Warbloo hat hier nichts verloren. Und bring erstmal Galagladi raus und mit Voltenso mache ich einen Hitzekoller auf Magneton. Klingt doch gut. So, boah, ich habe es im Auge gehabt, aber alles cool. Voltenso erstmal Hitzekoller, erstmal den Spezialangriff zwar stark senken, aber das sollte erstmal reichen. Wenn du keinen Robustheit hast, hast du auch nicht, sehr schön. Und Spezialangriff von Voltenso sinkt, das war klar. Aber es... boah, mein... egal. Warbloo erreicht Level 21, schau, schau. Aufruhr. Wen triffst du denn? Galagladi? Ja, ist das nicht so auf, wie ich es gern hätte. Aber... Nahkampf killt eh immer, ne? Und ich setze nochmal eine Donnerwelle ein, falls du schneller bist als Galagladi. Denn jetzt bist du es nicht mehr. So, Nahkampf Galagladi. Und down. Das habe ich doch gern. Nahkampf ist zu OP in diesem Spiel im Moment gerade. Im Durchspielen mit Level 29. Auf jeden Fall. Verteidigung plus 3, meine Güte. Voltenso erreicht Level 29 hier jetzt. Sehr schön. War bloß auch ein paar XP. Also ist schon okay so. Okay, damit werde ich jetzt mal hier... Hi, habe ich das letzte Mal gesagt. Ich sag Hi mit 2i diesmal. Oder ich sag... Hu. Hi, Hu. Okay. Und ich werde erstmal... Also, es hat Level 21 schon erreicht, war bloß. Sehr schön. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde mal Voltenso erstmal nach hinten packen, in diesem Fall. So gehört das dann. Ja. Panzeren muss noch als einziger nachziehen. Wenn wundert's, Panzeren meistens Fall. Ich bin Angler und jetzt kämpfe ich mal gegen den Angler. Panzeren muss nachziehen, okay. Was kann Warbloo machen? Warbloo kann vielleicht sogar was gegen Carnivana machen. Aber ob es zwei Attacken aushält, ist die Frage. Naja, ich hoffe, die Säuselstimme macht mehr als 40%. Ah, 50%, meine Güte. Wird knapp 5 Level höher. Nee. Das heißt, die Schallwelle wird auch nicht reichen, denn ich glaube, die Schallwelle macht sogar mehr. Ja, macht mehr. Warum habe ich das nicht gleich angesetzt? Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt durchbrechen sollte hier, dann kann ich dann nächste Runde gleich mal das Ding zerstören und ich komme durch. Okay. Ein Crit wäre super. Reicht doch so. Okay, Warbloo hat XP und jetzt kommt Garados rein. Ich kämpfe erstmal weiter und werde dann wechseln auf Voltenso. Bedroher ist mir jetzt erstmal Schnurze. Denn ich hole jetzt Voltenso ins Spiel. Und werde hier mal ordentlich aufräumen, was Garados betrifft. Silberblick Garados. Schön. Voltwechsel, dann ist das Ganze gegessen. Wie immer. Okay, und bam. Down ist es. Sehr schön. Voltenso erhält XP, Warbloo erhält XP und Warbloo erreicht Level 22. Albrecht wurde besiegt. Sehr schön. Okay. Hier ist auch noch ein Geheimspot. Erstmal speichern, bevor ich die Route betrete. Und jetzt kommt Steve, Treunen hier mal. Hallo. Lange nicht gesehen. Wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet, nicht wahr? Warte, gleich komme ich drauf. Dein Name ist Tubex, nicht wahr? Ja. Schön, dich zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen kannst. Sag mal, Tubex,
Weißt du, wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt, die jeweils unterschiedliche Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typ spezialisieren. Was liegt als Trainer mehr? Keine Ahnung. Naja, nicht, dass mich das groß was angeht, aber in deinem Fall würde mich das durchaus interessieren. Na gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Tschüss, Treu. Hm? Fragezeichen. Hua! Hm? Ah. Hallo, Latias. Das ist ein neuer Part im Spiel. Latias. Hua! So hört sich sicher ein Latias an. Was willst du uns sagen? Sollen wir auf den Rücken aufspringen? Okay. Hubex, komm mit. Ich glaube, Latias bittet um unsere Hilfe. Also dann, los geht's. Erstmal auf Latias reiten. Gänsehaut. Ist das nicht schön? Die gleiche Katze in Winter Demo. Ist das nicht schön? Nur, dass wir diesmal zu der richtigen Insel fliegen. Die es auch ist. Und durchs Eon-Ticket. Link dazu in der Beschreibung, wenn ich es haben soll. Dass ich es euch geben kann. Nicht vergessen. Da wären wir. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag, wenn ich meine 12. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob jetzt der 12. ist. Wenn das rausgeht oder nicht. Also, egal. Wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns wieder darauf. Da wären wir. Vielen Dank, Latias. Er bedankt sich in der Luft anscheinend. Hm, was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Obwohl es wohl jemand auf diese mächtige Geheimnis abgesehen hat. Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Ah, da ist tatsächlich Latias. Hallo, Latias. Und diese neue Area sieht sowas von geil aus. Wir sind hier auf einem... Ah, so cool. Wie ich das erst im Trailer gesehen habe hier, habe ich gedacht, das ist... Oh, das war... Ist hier irgendwo ein Item? Das würde mich wundern. Wenn hier keins wäre, fast. Aber hier ist keins. Okay. Ich habe erst gedacht, wie ich das im Trailer gesehen habe, diese Ortschaft hier, dass das durch das Eon-Ticket erreichbar ist, diese Area, und dann beide Latias fangen kann. Aber so war dann doch nicht. Und jetzt schleichen wir uns mal hier rein. Und dann kommt dieselbe Nachricht hier. Die denen verbleiben, suchen sie zu halten. Keine Ahnung, was das heißen soll. Oh. Die denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten. Nur, ich frage mich, wer das sagt. Das ist so wieder so ein schönes Pokémon-Geheimnis. Darum lieben wir Pokémon alle miteinander durch die schönen Geheimnisse hier. Die sind manchmal teilweise ganz schön creepy. Ah, Latias, hallo. Latias. Habe ich gerade Latias gesagt? Sorry. Ihr habt es nicht gehört. Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte, ein Funkelschrein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Es bestellt selbst ein Edelstahl-Pokémon nichts nach. Hm? Das sind doch Mitglieder von Team Magma.
Jetzt ist mir einiges klar. Latias und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb hierher geholt. Wer seid ihr? Nee, warte mal, ich kann das besser. Wer seid ihr? Nee, Red. Wer seid ihr? So. Oha. Kommandant Nyördis. Das dort ist das Kind, von dem alle reden. Angriff stellt sich uns ständig im Weg. Aber wer ist dieser vor einem gekleidete Schnösel? Mich werde das Gefühl nicht los, ihn irgendwo herzukennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbster? Mir geht es ähnlich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Die Magma benötigt das Pokémon hinter euch. Nee, nicht so schnell rennen, das wird sonst Maike. Genau wie der Megastein. Den es bei sich trägt. Ich werde mich nicht mit anderen zufrieden geben. Also, verschwindet endlich. Niemals. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Wir müssen Latias von diesen Schurken beschützen. Latias und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ich werde euch vernichten. Warum streckst du deinen Arsch so raus? Was hast du über für einen behinderten deutschen Namen? Wer heißt schon Jördis? Ganz ehrlich, wer heißt schon so? Mit Zwang. Hallo. Was geht ab? Es trifft zumindest beide, aber ich werde sicher als erstes angegriffen. Okay, damit kann ich leben, wenn du Smogon mal aus dem Weg räumst. Ich wollte zwar Schallwelle einsetzen. Ich werde wahrscheinlich noch immer schneller sein, oder? Ja. Okay, das Kamerup wird wahrscheinlich. Oh, Flammschuh trifft beide. Tschüss, Wablu. Oh, ich überlebt das. Wahnsinn. Aber mit Zang wird verbrannt. Okay, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt meinen Auftritt hier gehabt. Ich werde jetzt mal zu Morabel wechseln. Denn das kann ich locker flockig machen. Sein Kopfschluss Kamerup wird es ab und Erdkräfte auf Metang, ja. Okay, damit ist Metang draußen. Ich bin neugierig, was Treu noch hat. Oh. Nichts. Wie angebracht. Jetzt kann ich es Surfer einsetzen und Erdkräfte. Warum ist Kamerup schneller als ich? Wie? Das ist ziemlich das langsamste Pokémon, das ich kenne. Nein, der Megaform schon, aber Base 30? Morabel muss doch schneller sein. Ist doch zum Kotzen. Ja, das ist ein totes Morabel. Erstmal. What the fuck? Warum ist das Kamerup schneller? Wenigstens bin ich mit Panzer-Aeron sicher schneller und da. Ist dann egal. Eroas, bitteschön. Und down. So. Raus mit dir. Panzer-Aeron erhält ganz viele XP und Panzer-Aeron erreicht Level 29. 91 Verteidigung, wow. Jördis und Rüpel wurde besiegt. Sehr schön. Ha? Dieser Kampf ging aus wie erwartet. Aber gleichzeitig auch unerwartet. Ich habe dich ins Visier genommen. Aber jetzt bist du Teil des Experiments. Ich werde dich mit sorgfältiger Analyse unterziehen. Dich einer Sorge. Du wirst bis in alle Ewigkeit mein Versuchsobjekt sein. Was soll das denn heißen? Treten wir den Rückweg an. Nicht so schnell. Einer Unglück kommt auch nicht alles. Wer hat so einen beschissenen Namen?
Das wäre bestanden, Hubex. Ach ja. Ich heile am besten gleich mal dein Team. Hast du nicht mehr mal hart gekämpft? Das stimmt. Dein Team wurde vollständig geheilt. Du hast dich fantastisch geschlagen. Das Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Und ich wäre sicher in ihre Hände gefallen. Ich bin mir sicher, Latis hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdigen Trainer anerkannt. Sinuas bietet seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir. Einfach mal so einen Latis erhalten, ohne irgendwas zu machen, außer zu kämpfen. Und erstmal die Catchword davon übergehen in deinem Pokémon-Team. Ich muss natürlich ein Pokémon aus meinem Team wegsenden. Wenn das so ist, ist mal Noctuska. Das kann in der nächsten Arena eh nichts machen. Und Latios umklammert den Latios Need. Sehr schön. Und damit können wir dann mit dem Ion Ticket um die ganze Region fliegen. Hier, ich habe da etwas für dich. Was denn? Hast du etwa den Mega-Armreif für mich? Hm? So ist es. Hulz erhält den Mega-Armreif. Sehr schön. Dann sind wir der Mega-Evolution jetzt mächtig. Sehr schön. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit deinem Pokémon in deinem Team befreundet bist, das einen passenden Megastein bei sich trägt, kannst du bei ihm eine außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung. Probier es in deinem nächsten Kampf doch einfach mal mit Latias aus. Die Mega-Entwicklung gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Was hat es mit dem Megastein auf sich? Woher kommen die Schlüsselsteine? Was steckt hinter dem Phänomen der Mega-Entwicklung, das die Menschen und Pokémon miteinander verbindet und ihnen neue Kräfte verleiht? Ha. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antwort auf diese Frage zu finden. Aber nun lass uns zurückkehren. Zusammen mit Latias natürlich. Es wartet sicher schon auf uns. Das arme Latias ist jetzt allein. Und wir haben Latias mitgenommen. Naja. Wir holen dich auch noch. Falls das geht. Irgendwie, irgendwann. Ich schätze mal mit dem Eon-Ticket. Gute Arbeit, Hubex. Ja! Ich glaube, es bittet dich, gut auf Latias aufzupassen. Ja! Das glaube ich auch. Ich muss sagen, du hast meine Erwartung weit übertroffen. So stark wie du bist, wirst du sicher auf Route 119 sowie die dahinterliegende Arena von Baumhausen City problemlos hinter dir lassen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch ein ganzes Stück erwachsener sein. Nochmal ein ganzes... Also, das heißt, ich bin sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis bald, Hubex. Nase juckt. Ah, alles gut. Ha, das war ein schönes Stück Story gerade wieder. Neu eingebaute und wir werden erstmal zurücksegeln müssen hier. Erstmal. Leider, ich würde gerne Latios 2 ins Team aufnehmen, aber irgendwie auch nicht, weil legendär und so weiter. Allein wenn wir trainieren. Ich meine, es könnte Surfer lernen und nachher könnte ich Kaskade und Taucher zum Beispiel auf Sumpex haben. Das wäre kein Problem, aber... Naja. Wir brauchen sowieso noch ein Wasser-Pokémon, das alle attacken kann. Ich glaube, Goldini kann alles lernen. Oder Weilmar. Weilmar, glaube ich. Ja, müsste. Müsste eigentlich der Fall sein. Okay. Dann lade es erstmal ablegen. Es ist Level 30. Hält den Megastein. Und ich werde jetzt erstmal mit... Oh Gott. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich es umgewartet habe. Ich werde mich da nicht so schnell dran gewöhnen, glaube ich. Ich muss ja dann einfach nur drücken hier. Was ja neu ist. Okay, es hat den Latios nie. Das ist zart. Zart ist nicht so super. Naja. Nee, ist wirklich nicht so super. Egal. Es ist, wie es ist. Aber wir haben jetzt mal Latios und das schon so früh im Spiel ein legendäres im Team haben, ist OP, aber naja, mich fragt ja keiner. Aber diese Verteidigung ist super,
Hast du eine defensiv steigende Natur oder warum hast du... Nee, du bist neutral. Ah, krass eigentlich. Du bist auch 82 und Schwertanz, also ist auch ziemlich cool. Moraver, ja, hängt noch ein bisschen nach, aber solide in allen Werten eigentlich. Und Voltaine so mit dem besten Spezialangriff hier im Moment. Ne, ist eigentlich Noctusker, aber das wollen wir erst jetzt wieder rein. Ist aber auch etwas höher gelevelt als die anderen. So. Und wie wäre denn jetzt unsere Reise fortsetzen? Und uns noch ein bisschen auf der Route drüben umsehen. Und dann werde ich nächste Folge, wenn es sich ausgeht, das Klimainstitut machen. Und vielleicht den Rivalenkampf noch den nächsten. Je nachdem, wie es ausgeht. Okay, hier haben wir Gras. Sehr cool. Oh, hier ist ein Trainer. Erstmal übersehen. Schwing dich in die Lüfte mit deinem Vogel-Pokémon. Vogel-Pokémon. Das ist irgendwie eine Referenz zu irgendwas. Ich glaube, der hat das im Originalspiel auch gesagt. Das ist, glaube ich, nur ein kleines Gimmick hier. Wablu gegen Wablu. Ich glaube, ich bin stärker als das Wablu, was mir gegenübersteht. Und ich bin auch schneller. What? Okay, das hat gar nichts gemacht. Aeroast vielleicht? Macht das mehr? Okay, es macht gar nichts. Naja, dann. Dann müssen wir wechseln, wenn wir uns nicht mal gegen selbst gewinnen können. Panzeron, bitte. Mach du das. Mach du das. Denn du bist am schwierigsten zu leveln, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Bodycheck macht jetzt nichts mehr. So ist es auch. Und du, glaube ich, erhältst mehr Rückstoßschaden fast schon. Kann gut sein. Aber ich weiß nicht, ob das gleich ist. Stahlflügel. Bist du noch keine Fee, aber... Es müsste trotzdem wehtun. Tut es auch. Und gibt uns erstmal XP und Wablo recht Level 23. Nur noch 12 Level, um Wablo aufzuleveln. Also, das wird noch ein Spaß werden. Schwalboss. Ja, weiterkämpfen. Das passt doch. Gegen beide selbst resistiert. Himmelsfeger. Ich meine, warum nicht? Ich halte sie aus. Erstmal Himmelsfegern. Erstmal heller leuchten. Und dann erstmal den Himmelsfeger. Und wie schaut's aus? Himmelsfeger. Bam. Oh, das reicht nicht aus. Na gut, dann erstmal Zertrümmerer noch hinterher. Ich habe gedacht, Schwalbos ist so fragil, dass es locker reichen wird, aber anscheinend doch nicht zu unterschätzen. Aber der Zertrümmerer reicht schon. Eine Attacke, um PP zu sparen. Vitali, der Vogelfänger, wurde besiegt. Und ich weiß, was wir noch tun. Wir holen uns erstmal... mir fällt gerade auch was Gutes ein hier. Wenn wir nicht gegen die kämpfen... Wir kämpfen nicht gegen die. Denn, wie ich weiß, gibt es eine gute TM von einer bestimmten Person, die hier ist. Hey, hör mal. Pokémon vom Typ Fee sind nicht total süß, sondern auch sehr stark. Hast du das schon gewusst? Ha, Zauberschein bekommen erstmal. Sascha. Ja, das ist wohl wahr. Okay. TM 99 hast du es gegeben. Ich nehme also dadurch wieder an, es gibt wieder 99 TMs. Und es kann nur Galagladi lernen. Okay, Wablu kann das gar nicht erlernen. Schade, ich dachte, es kann. Kann aber nicht. Okay. Hier komme ich nicht hoch, aber hier gibt es noch die beiden Trainerinnen hier. Nicht wahr, wenn deine Pokémon den kürzeren ziehen, wird es gleich eine kleine Lehrstunde geben. Mal schauen, ob ihr eure echt habt. Lea und Grit, okay. Pudox und Papinella. Panzeron und Wablu. Huh. 35? Okay. Voltense sollte doch einen Hit überleben. Und ich glaube, Papinella könnte uns mit einem Schlafpuder treffen. Und Pudox auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass beide das jetzt gleich einsetzen werden. Panzeron ist der schnellste von den dreien gewesen. Krass. Pudox Lichtschild.
Au. Käfer geboren von Papinella, nicht auf... Okay, doch. Ich nehme... Oh. Oh. Stimmt, da war ja was. Pudox. Voltensor. Der würde für mega angreifen. Der Karton ist da. Ich habe mit Mega Voltensor noch nie irgendwas gemacht. Deswegen nutze ich jetzt auch Mega Voltensor hier im Playthrough. Denn... Oh, trotz Lichtschild trotzdem noch so viel? Okay. Finde ich gut. Himmelsfeger. Habe ich auf Papinella? Ja, habe ich. Das reicht aber. Sehr schön. Das heißt, nächste Runde kein Problem mehr. Ich habe zwar... Wablo auch nochmal. Das fehlgeschlagenes Lichtschild. Du wolltest nochmal Lichtschild einsetzen. Okay. Voltwechsel auf Pudox. Ich weiß, dass es nichts mehr machen wird. Aber noch immer besser als... Okay, es macht... Ist doch noch schneller. Ja, es war klar, dass es jetzt nichts mehr tut. Ich hole jetzt nochmal... Wablo bekommt sowieso XP. Das heißt, ich hole jetzt mal Morabel raus. Einfach, um Morabel ein bisschen Zeit am Feld zu geben. Und das war sehr effektiv. Sehr schön. Morabel 1000 XP und Panzeron Level Up, Level 30. Sehr schön. Panzeron erreicht Level 30. Voltensor erreicht Level 30. Ladungsstoß. Ist das wieder Nee. Greift jedes Pokémon in seiner Umgebung an. Ja, ich meine, warum nicht? Für Doppels ist es zwar ein bisschen blöd, aber besseres Funkensprung ist es. Ich glaube, wenn das Discharge ist, dann weiß ich, was sie macht. Und die hat 80 Base. Ich habe gedacht, die ist 60 oder 70. Okay. Okay. Dann. Wieso gehe ich schon wieder hier rein? Ich wollte doch nicht hier rein. Ich hole mir noch die Bären. So, da wer ist jetzt alles Level 30? Hier und hier. Und Wablo erstmal regenerieren. Mit einem Supertrank, den ich ganz nach vorne ziehe. Und einsetzen erstmal. Gut. Und das kann ich Voltensor auch noch geben. Obwohl, habe ich noch irgendwas anderes? Ne, habe ich nicht. Okay. Ja, Voltensor wird nicht ganz aufgefüllt, aber... Voltensor ist es egal, habe ich gehört. Ich will das Item haben. Na, müssen wir erst zum Pyroberg, oder wie der heißt. Ich war, bist du eine Trainerin? Erstmal nicht. Erstmal den Hyperball gefunden. Okay, bist du Trainerin. Dann kämpfen wir gegen dich, dann hole ich mir offscreen die Bären, die ganzen Seltenen, die hier oben rumgammeln. Und dann würde ich dann das nächste Mal weiter machen. Level 36. Wird ja immer besser. Ja, kann nur Panzeron was gegen machen, weil Galagladi hat nichts super Effektives jetzt hier mit. Wenn Galagladi Feuerfeger oder sowas lernen könnte, das wäre super. Oder Feuerschlag. Kann Feuerschlag lernen? Ich glaube, ich würde es sogar nehmen dann. Vor Eisschlag noch. Denn... Stab und so weiter. Oh, das war ganz dämlich gerade. Das war ganz dämlich gerade, ja. Denke ich mir doch. Aeroass müsste eigentlich auch hoffentlich die Hälfte machen. Das wäre cool. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Erstmal... Paraheiler. Ich hoffe, du sollst jetzt nicht wieder nochmal Stachelsporreißer sein. Okay, Megasauger. Ist natürlich auch blöde, aber du kannst mir nicht viel tun, ehrlich gesagt. Ich kann dir mehr tun, als du mir. Deswegen setze ich jetzt mal Himmelsfeger ein. Denn wenn du noch einen Megasauger machst, sollte Stachelspore... Natürlich triffst du mit einer 75%igen Wahrscheinlichkeit. Und ich... War ich gerade paralysiert? Ich habe es nicht gesehen. Nee.
Gut. Aber es muss nicht reichen. Ah doch, es reicht. Sehr schön. Tschüss, Skiflor. Keiner will dich sehen. Und Wablo erreicht kein Level Up. Wow. Hat mich jetzt gewundert, ehrlich gesagt. Hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass es kein Level Up erreicht hat. Sagen wir mal so. Und ich bin fast down, aber... Supertrank plus Paraheiler ist alles gut, ne? Na. Aber Wablo, warum bist du nicht aufgelevelt? Okay. Ein bisschen fehlt noch, nicht viel. Und wir holen uns noch den letzten Trainer hier zumindest erstmal. Und dann werden wir fortsetzen. Pokémon Ami ist dein Hobby, okay. Gut, halbstarke Lore mit einem Tuska. Ist doch schon wieder eher unsere Klasse. Ich überlege gerade, kann mir Tuska groß tun? Auf Level 26. Ja, mit Gegenstoß fällt mir gerade auf. Ich glaube, one-hittet uns das? Ist die Frage. Aber ich one-hitte das Tuska und ich finde... Okay, es reicht bei weitem nicht. Finde ich gut. Ja, jetzt kein Step noch, denn du bist nur Pflanze. Stimmt. Stimmt. Es Noctuska ist. Unlicht und Pflanze und Unlicht. Im Gegensatz zu der Blanas-Reihe da. Erstmal rauslassen, Magnein. Lass das Magnein frei. Dann wechsle ich zu Galagladi. Ah, ich weiß, du was, ich wechsle einfach mal zum Moral, um den Hit besser zu verkraften. Dass ich dann Dampfwalze oder Surfer oder Steigungshieb einsetzen kann. Angeberei. Ja, das passt doch. Dann passt doch der Steigungshieb hier perfekt. Wenn ich mich nicht selbst verletze, natürlich. Was natürlich immer der Fall sein kann. Gewissheit. Ich habe die Gewissheit, dass ich das überlebe hier. Warum? Warum, Morabel? Warum schlägst du dich selbst? Sag mir das. Nicht selbst schlagen, Morabel. Danke. Geht doch. Du überlebst einen plus 2 Steigerungshieb, der sehr effektiv ist. Ganz sicher. Naja, Magnus ist mal besiegt hier. Wir wollen kein weiteres Wort verlieren zu dem anderen Geschehnissen, die gerade hier waren. Wablo reicht Level 25 und wir können jetzt weiterziehen. Wablo hat diese Folge 5 Level gemacht. Wenn das so weitergeht, wäre das natürlich super. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so einfach wird. In dem Fall hier. Und wir holen uns dann die Bären. Und dann gehen wir Richtung Wetterinstitut das nächste Mal. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schon brav weiter.